Jette und heute habe ich einen besonderen Gast bei mir. Hallo, ich bin Frieda, Jettes Schwester. Ich bin 15 Jahre alt und Jette schminkt mich heute. Wir machen ein Tages-Make-up, also was man auch in der Schule tragen kann. Und ich würde sagen, wir fangen auch sofort an. Zuerst trage ich so eine Tagespflege auf. Das ist so ein Primer. Und es ist ganz gut, wenn man das vorher auftritt auf die Haut. Also verreibe ich das so ein bisschen in meinen Händen, dann wird es auch schön warm. Und das werden wir jetzt so ein bisschen auf Friedis Gesicht auftragen. Und auch für die Lippen noch ein bisschen Pflege. So. Dann fühlen die sich ein bisschen schöner an. Ich benutze jetzt auch einen Make-up. Ihr müsst es nicht nehmen, ihr könnt auch einfach nur Concealer benutzen. Aber ich finde es immer ganz schön und es leicht auch die Haut immer ganz gut aus. Und was ich immer mache, ich nehme meinen Ringfinger und tappe mir das irgendwie überall so ins Gesicht. Und mit meinem Beauty Blender werde ich das jetzt alles in das Gesicht etwas eintupfen. Dass wir die Creme genutzt haben, ist auch ganz gut, weil das einfach jetzt viel einfacher geht, als wenn es so trockene Haut wäre, wo wir das jetzt drauf machen. Es sieht einfach schöner aus. Und wenn ihr noch ein bisschen Make-up an euren Schwamm habt, dann guck mal, so genau, könnt ihr so ein bisschen an den Hals tupfen. Dann habt ihr auch so einen weicheren Übergang und nicht so eine Make-up-Kante. Kennt ihr das? Das wollen wir nicht. Ich brauche jetzt gar nicht mehr so viel davon, aber wir nehmen trotzdem noch ein bisschen Concealer. Und damit setzen wir jetzt gleich so ein paar Highlights. Der hat hier so einen Pinsel drin, deswegen benutze ich den jetzt auch einmal nach oben gucken. Und zwar einfach so ein paar Highlights unter dem Auge. So mache ich das nämlich immer bei meinem Alltags-Make-up. Ich weiß nicht, Frieda, was machst du sonst immer so normal, wenn du so zur Schule gehst? Auch eigentlich so hauptsächlich Concealer nur. Man braucht eigentlich gar nicht so viel Schminke, gerade im Alltag und in der Schule. Aber ich möchte mal sehen, wie das bei Frieda aussieht. Und wieder alle schön verblenden. Wir mattieren jetzt schon mal so ein paar Stellen. Dann nehme ich einfach meinen Beauty Blender und packe das in so ein Puder. Und dann, ja, decken wir damit so ein bisschen die T-Zone, die Stirn hier. Unter den Augen kann man das auch nochmal machen. Ein bisschen mattieren das Ganze. Okay, next step, Augenbrauen. Dazu habe ich hier so einen Augenbrauen-Definer von Catrice. Und den finde ich ganz gut, weil der nämlich ziemlich natürliche Augenbrauen macht. Hast du den schon mal benutzt vorher? Ich glaube, den kennst du auch, ne? Mhm. Und damit versuche ich jetzt die natürliche Augenbrauenform nur so ein bisschen zu verstärken. Ich finde auch, Augenbrauen machen so unglaublich viel aus an einem Gesicht. Ich finde, damit sieht man echt aus wie ein anderer Mensch, wenn man seine Augenbrauenform verändert. Das ist krass. Was Frieda auch gerne mag, ist Contour. Was magst du daran gerne? Ja, da kann man die das Gesicht nochmal ganz neue Formen geben und die Nase auch. Fischmund? Wenn ihr diesen Fischmund macht, ich mache den selbst auch nicht, aber ich finde bei anderen ist es immer einfacher, weil dann sieht man ja nicht genau, wo man das Puder auftragen muss. Mhm. Weiter geht's mit Lidschatten. Da machen wir sowas ähnliches, was ich gerade drauf habe. Ich liebe die Naked 3 Palette. Und da nehme ich jetzt so einen matten Ton. Das ist so ein Rosenholzton. Und der ist ganz so schön, der ist super natürlich und den benutze ich auch immer sehr gern an Frieda, wenn ich sie schminke. Und zwar trage ich den jetzt erstmal hier so ein bisschen im äußeren Bereich des Lides auf. Einfach so ein bisschen ganz leicht über das Lid drüber. Jetzt nehme ich auch noch ein bisschen von dieser dunklen Farbe und die setze ich auch nochmal an den Wimpernkranz dran. Und dadurch verstärken wir das Ganze so ein bisschen. Magst du noch ein bisschen Glitzer haben? Wieso nicht, ja. Ja, machen wir, okay. Dann nehmen wir mal diesen Pinsel hier, der ist ein bisschen, ja, punktierter. Und nehmen davon diesen Glitzerton, der auch wunderschön ist, schaut mal. Und den geben wir jetzt hier aufs Lid. Und dann schimmert das ein bisschen. Sieht schön aus. Ich glaube, das gefällt dir dann später auch. Für ein paar Highlights nehmen wir jetzt diesen matten, hellen Ton. Und den setze ich jetzt hier unterhalb der Augenbraue auf. Und das lässt das ganze Make-up und das ganze Augen-Make-up die Farben nochmal viel schöner und intensiver wirken, finde ich. Und für Highlighter nehmen wir den wunderschönen Betty Luminizer von The Balm. Und dazu nehmen wir aber den Pinsel von eben und diesen hier. Wie heißt der? Lux Fan Brush. Und wir werden jetzt da mit dem Fix Plus von MAC, ihr könnt ja auch andere Fixing Sprays nehmen, so ein bisschen von drauf sprühen, da werden die so ein bisschen nass. Und wenn wir jetzt damit hier in den Highlighter gehen, wird der viel glänzender, viel intensiver. Und den benutzen wir jetzt nochmal hier bei Frieda, ein bisschen weiter nach vorne, genau, im inneren Augenwinkel. Und nochmal hier oben, ein bisschen unter der Augenbraue, nur ganz, ganz leicht. Und den zweiten Teil machen wir mit diesem hier. Auch einfach damit wieder in den Highlighter reingehen, so ein bisschen tupfen. Das machen wir hier auf Friedas wunderschöne Wangen. Die hat so süße Wangen, die sind richtig
süß. Ich lasse jetzt auch den Blush weg, weil Frigi nämlich von Natur aus so mega die roten, schönen Wangen hat. Und jetzt habe ich auch noch zwei super schöne Lipglosser. Das sind von Manhattan Color Splash Liquid Lip Tints. Und die bleiben dann, also das... Der Glanz, der verschwindet, aber der Stain, die Farbe bleibt dann auf den Lippen drauf. Und das sieht einfach so schön natürlich aus und das ist mega hübsch. Und das habe ich zum Beispiel auch immer mega, mega gerne in der Schulzeit getragen. Und ich finde, das steht Frigi auch sehr gut. Zum Schluss jetzt noch die Mascara, habe ich fast vergessen. Aber die werde ich jetzt auch nochmal auftragen. Und dann ist das Make-up schön perfekt. Also, hier ist der Spiegel. Frigi kann sich jetzt angucken. Ich bin gespannt, wie du es findest. Ich hoffe, du magst es. Ich glaube, ich bin auch viel doller gespannt. Als ich? Okay, warte, hier. Oh ja. Also mir gefällt es sehr gut. Das freut mich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Ansonsten könnt ihr da meinen Kanal abonnieren oder euch das Video hier anschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.